Zack, und da sind wir zurück mit Ellie für die Nintendo Switch. Und ja, haben den Schlüssel ja gefunden in der letzten Folge und haben das Schloss aufgemacht und sind erstmal auf dem nächsten Weg hier. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Tschüpp, hier geht's runter. Ja, komm runter, ein bisschen schneller. Jetzt hier irgendwo hinten? Ne, hier ist dicht. Wir sind zum Koch. Und Bibaro, die Köchin. Hallo du, ich bin Bibaro, Köchin, Unternehmerin und Anführerin der Mandora. Alle sind hier Anführer, kann das sein? Hier wird nur der allerbeste Fisch gekocht. Wenn du nur etwas guten Geschmack besitzt, wirst du zustimmen, dass mein Essen das Beste der Welt ist. Einfach hier durch und du kommst in unsere Küche. Vorsicht vor den heißen Tellern. Die sind nicht gut für deine Füße. Okay, ich muss jetzt gehen. Tschüss. Tschüssikowski, ja. Dann gehen wir mal rein. Gehen wir schon. Das sind die heißen Teller? Wahrscheinlich. Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine... Warte mal. Zack. Was wir hier drehen können? Ah, hinten kannst du runterlassen. Okay. Da bist du ja, du süße Zauberin. Oh. Nein, oh warte. Müssen wir anders machen. Warten wir kurz, bis es kommt, bis es weg ist. Dann sind wir zurück, ne? So. Und jetzt? Oh. Ich bin noch berührt, wa? Scheiße. Ne, hier ist nur die Tür. Man konnte auch hier zurückgehen, ne? Jetzt, sowas muss kommen, wenn man auf den Knopf drückt. Sowas muss immer kommen, wenn man auf den Knopf drückt, weil man es ab und zu überhaupt nicht ersichtlich ist, wo welche Türen aufgehen. Also, was ist denn das? Das muss ja wohl auch hier von denen so ein bisschen gemanagt sein, oder? An sich ist wirklich nicht schlecht, aber das sind so Sachen, die nerven. Weil man will ja nicht ausprobieren, man will ja auch sehen. Wow. Warte, klingel mal für mich. Mach's jetzt nicht mehr, ne? Okay, komm hier runter hier direkt. Die Platte war da, ne? Gut. Auf, was heißt das hier? Und teleportieren. Wo geht's hin? Hier oben hoch. Und hier muss wahrscheinlich auch eine Kiste hin, ne? Und wo sollen wir die hin tun? Um die Tür aufzubekommen? Kann ich mich zusammen mit denen teleportieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber wo sollen wir mit der hin? Ist die Frage. Hier geht's nicht hinlängst so weiter, ne? Oh nein! Okay, also springen kann ich mit der ja nicht. Das ist ein Steinblock gewesen, so ein Scheiß. Was machen wir mit dem Steinblock? Fällt mir gerade ein. Können wir den werfen? Müssen wir wohl werfen, ne? Der dürfte ja nicht verbrennen, ist ja Stein, oder? Ja. Hier können wir auch nochmal rüber. Das machen wir jetzt nochmal kurz. Jetzt haben wir nur anfangen. Haha, schön wieder zurückgelaufen. Komm her, Platte. Oh! Ey, ist nicht euer Ernst. Ich hoffe, mein Stein ist noch da. Ja, der ist noch da. Gut. Okay, müssen wir jetzt nicht zurück, ne? Ne, da können wir nicht zurück. Doch, da können wir zurück. Warte. Mal aufpassen. Feuer, Feuer und hüpf. So, dann müssen wir vielleicht mal einen anderen Weg gehen hier. Oh, ich rieche eine Hutmünze. Oh, ich rieche die auch. Ich habe eine Hutmünze gesehen. Wo ist das? Die ist bestimmt hier hinter, hinter der Ecke, ne? So. Gucken wir, ob wir nachher später mal bei dem nächsten Heini da ein paar Hutmünzen kaufen können. Müssen wir mal hier hoch, ne?
Okay, viel weiter sind wir nicht gekommen. Ach, da muss die, da muss der Steinblock hin. Okay, okay, okay. Aber wie kriegen wir den da hoch? Wir können ja mit dem Stein, müssen wir hochwerfen, ne? Okay. Kann der da hochwerfen? Nee. Können wir das nicht so schnell hochwerfen? Die Frage, von wo wir das denn werfen können. Ah, nee, warte, ich hab eine Idee. Oh, das ist eine doofe Idee, fällt mir gerade auf. Wollen wir weg? Wo ist eine neue? Warte. Hoch. Dann können wir den vielleicht da rüber werfen, wisst ihr? Das könnte doch passieren, pass mal auf. Guck mal her. Können wir den nicht vielleicht da rüber werfen zu ihm da? Ah, guck mal. Na ja, hab ich schon gedacht. So. Jetzt kommen wir auch da durch. Sehr gut. Vielen Dank. Am Bibabus Restaurant. Ich frage mich, wo mein Essen bleibt. In dieser Spelunke gehe ich nie wieder. Furchtbares Essen. Drew, der Schlaue. Hallo, Ellie, ich bin's wieder, Drew. Da ist die war kürzlich her. Sie sah nicht sehr standsicher aus. Nein, mein Fräulein, überhaupt nicht standsicher. Mein Verstand sagt mir, dass sie zum glitschigen Dorf unterwegs ist. Der Heimat von Bird, dem Mechaniker und Meister der Werkzeuge. Allein der Gedanke, was passieren wird, lässt mich erschauern. Na, was kann da großartig passieren? So, kurz einen Schluck Wasser. Gucken wir mal nach, was da passieren kann. Läuft, läuft, läuft und zurück. Willkommen, ja. Oh Mann, das dauert ja ein bisschen hier, bis man da rüberkommt. Also eine schöne Weitsicht irgendwie. Naja. Also, ist ein bisschen. Also, hat irgendwie so einen netten Stil. Das Gasti, oder? Das Gasti, die Gastige. Was? Wie hast du es hierher geschafft? Warum hältst du nicht an, Ellie? Bitte, gib doch einfach auf. Du wirst feststellen, dass ich die beste Beschützerin bin. Ich habe alles unter Kontrolle. Geh nach Hause und feier deinen Geburtstag, während ich den Rest erledige. Blöde Brücke, verschwinde. Oh nein, zerstört sie die Brücke. Gastige Bitch. Ach, verdammt. Als wenn wir das nicht geahnt hätten, ne? Na gut, kriegen wir hin. Münzen einsammeln hier. Hier ist irgendwie ein Schlüssel. Und dahinter ist ein Schalter, okay. Gut, dann müssen wir gucken, wie wir... Ich glaube nicht, dass der Geist noch Kontrolle hat. Ne, das glaube ich auch nicht. Ups. Die Frage, warum, wie wir jetzt irgendwo hinkommen erstmal. Machen können wir da noch nichts. Aber wie kommen wir da hin? Können wir hier längs hüpfen? Vielleicht? Nee. Da geht's weiter, okay. Wenn da noch kurz die Münze ein. Hier ist schon mal eine rote. Ich will mal gucken, wie weit, wofür dieser Schalter ist. Okay, gucken wir mal die Zeit her. Das sollte machbar sein, oder? Ah, okay, natürlich nicht, wenn man so behindert springt. Zack. Gerade so geschafft. Oh nein, da kommt man doch bestimmt rauf. Da kommt man doch bestimmt rauf. Schauen wir mal. Das wäre jetzt komisch gewesen. So, wir haben ja auch die beiden. Also nehmen wir die auch, machen wir die auch mal auf. Ach, hier müssen wir auch rauskommen. Ach.
So, nur diesen Weg raus wahrscheinlich, ne? Gut, dann machen wir nochmal gelb und rot drauf. Wir müssen natürlich irgendwie da reinkommen wieder, und zwar durch den gleichen Weg, wie wir gekommen sind, gerade eben. Und den Knopf drücken. So, hier rauf. Machen wir noch eine. Die grüne. Ist die Frage, kommt man mit der grünen hier auch noch irgendwas zu machen hier? War da nicht eine eigene Stelle? Da, ne? Pass auf. Da brauchen wir gelb und... Genau. Wir brauchen einen Schalter für. Und das ist wahrscheinlich der Schalter hier. Deswegen können wir uns da in Ruhe... die beiden wieder reintun und wieder hoch... Ne, was war das? Gelb und rot, ne? So, wir müssen natürlich mal den ganzen Weg zurücklaufen, leider. Aber das ist nicht das Problem, das kriegen wir hin. So, gehen wir hier durch. Wo sind wir hier? Wieder runter. Müsste doch eigentlich wieder runterkommen, ne? Wenn es hochgeht. Na gut. Ein Steinblock. Ich frage mich immer, kann man die Steinblöcke mitnehmen? Für die Türen? Oder geht das gar nicht? Nein, es geht nicht. Oder muss er ja irgendwo hingeworfen werden? Ich frage, wo? Da drauf vielleicht? Kann ich ihn raufwerfen? Dann gehen wir hier ran. Ah, so. Also. Hier nochmal ein. Oder vielleicht hier rüber werfen. Haha. Guck mal. So. Jetzt irgendwo eine Tür auf. Ich weiß allerdings nicht wo, aber wahrscheinlich müssen wir hier wieder durchgehen. Die haben wir noch nicht entdeckt, die Tür, aber die ist auf jeden Fall auf. Das ist schon mal gut. Haha. Und ich spreche jetzt als Verderben. Da ist ja noch mal drauf, Gott sei Dank. Oh, was ist denn das? Ich habe keine richtigen 3D-Sichtschirm hier, kann das sein? So. Guck mal. Da noch ein paar Bonus-Sachen. Oh, nein! Ich wollte nicht runterfahren, ich wollte einfach das Ding da springen, noch rechts. Probieren wir nochmal das. Probieren wir nochmal das Ganze. So. Nein! Mann, was mache ich denn da? Das lief doch gerade so gut. So. Oh! Ich bin zu ungeduldig, mir gemerkt. Nein. Okay. So, jetzt aber. War richtig dumm gerade von mir. Glaube ich. Hätte mich da unten runterspringen können. Na egal. Ach, scheiß auf die Münzen da. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Wir wollen ja wissen, wo es weitergeht. Ein paar Münzen haben wir ja. Und ein paar Dinge haben wir ja. Das reicht auch. So. Gehen jetzt mal runter und dann gehen wir unten weiter, ne? Enge Tür haben wir geöffnet. Müssen wir mal rausfinden, wo die ist. Hu.
Hurra fürs Gro! Hip, hip, hurra! Hier kommen auch rein, ne? Ach, diese Tür haben wir aufgemacht. Gut zu wissen. Hier ist noch eine Tür. Sko, die Fröhliche. Hihihi, ich bin Sko, Anführer der Mandroga. Hier sind alle Anführer hier. Falls du es aus irgendeinem Grund wissen solltest. Ich vermute, du bist wegen des Schlüssels hier. Du kannst ihn haben. Ich möchte ihn nicht. Es wird spät. Ich schätze, es wird Zeit für mich zu gehen. Es hat mich sehr gefreut, dich zu treffen. Tschüss. Macht sie die Tür auf für mich? Natürlich nicht. Die müssen wir natürlich öffnen. Gut. Wo ist der Schlüssel? Halt. Wo geht's denn hier hin? Oha. Na, was gibt's sonst? Eine Hoffnung Holzkiste hoffentlich. Nee, wieder so ein Ding. Mit dem können wir leider nicht hüpfen. Das heißt, wir können es auch nicht werfen. Wo könnte das denn hingekommen? Theoretisch. Das wird nichts. Vielleicht auf die andere. Warte mal, vielleicht auf die andere Seite, aber das bringt ja auch nichts, ne? Auf die andere Seite zu werfen. Doch, warte mal. Ich hab eine Idee. Komm mal her. Lass mal kurz da liegen. Ich bette, wir müssen mit hier hochnehmen, den Stein, wetten? Pass auf. Immer mal. Ja. Und fast runtergefallen. Warten wir mal kurz, bis wieder runterkommt. Das gute Ding. Siehste? Es geht Tür auf, ne? Yes! Okay. Wollen wir den Fahrstuhl runter? Ich glaube nicht, dass ich da runterspringen kann. Das wird wohl nix. Hier aber. Hui. So, I got the key now. Gut. Wir müssen natürlich die Tür nochmal finden, wo wir hin müssen. Jetzt sind wir am Anfang, ne? Müssen wir hier wieder zurück. So, wir müssen natürlich denn... Hier aufmachen. Und dann geht bestimmt die Tür auf. Damit müssen wir aber hier das grüne Ding reinsetzen. Nochmal. Genau, dann müssen wir gleich ganz schnell sein. Behaupte ich mal. Hui! Was sind wir hier? Hier können wir uns beamen, aber hier können wir unseren Stab benutzen. Machen wir mal. Okay, noch bringt der Stab uns nichts. Ach doch, da. Hey, wo ist der Letzte? Wo war denn der Letzte? Nein! Wo war der Letzte? Dann muss ich nochmal laufen, warte mal. Machen wir mal. Perfekt. Oh, kann ich nicht mal runterspringen? Ist doch bescheuert. Na gut. So ein bisschen Tiefe müsste abkönnen, oder? Obwohl, naja, wenn man überlegt, man springt selber mal 2 Meter, 3 Meter runter, ist das nicht so schön. Obwohl 2, 3 Meter geht wahrscheinlich noch. Das sind ja gut 5, 6 Meter hier teilweise. Ah, jetzt geht's hier rüber über die Schlucht. Oh, oh, den will uns nicht vorbeilassen. Den hau ich um. Du, der Schlaue. Oh, Junge, Junge, sieh dir das mal an. Es sieht so aus, als hätte Garst dir einen Kristall fallen gelassen. Genau das habe ich befürchtet. Diese Spalte ist ein zeitloser Raum. Nur ihr Beschützer seid in der Lage, Zeit zu überspringen. Das Überspringen von Zeit ist die einzige Möglichkeit, den Kristall zurückzubekommen. Oh je, während des Überspringens von Zeit kannst du kurze Strecken teleportieren, auch Blinzeln genannt. Du kannst außerdem einen zweiten Sprung machen, solange du in der Luft bist. Einen Doppelsprung. Erreiche das Ende der Spalte, bevor die Zeitblase in sich zusammenfällt. Bitte hol den Kristall zurück. Okay, testen wir mal. Ich kann Doppelsprung machen, sagen die. Hm.
Ah, okay. Ah, okay, man kann auch mischen. Das ist ja gut zu wissen. Oh nein. Oh! Ach, jetzt kommt das Ding. Das Ding kommt mir entgegen. Okay. Natürlich ein bisschen schneller sein. Keine Fehler darf man machen. Okay. Muss ich beeilen. Eieiei. Oh nein. Schon wieder. Okay. Eieiei. So, geschafft, würde ich sagen, oder? Jetzt kriegen wir einen Kristallstein. Oder wie sehe ich das? Phänomenal. Phänomenal. Sauber. Ruderschlaue. Hier, Ellie. Eine weniger. Noch 4 bis zum Ziel. Das gibt mir Hoffnung. Aber wir sollten noch nicht feiern. Du musst die restlichen Kristalle zurückerobern, bevor dein Geburtstag zu Ende ist. Oder die Zeit wird am Ende des Tages selbst ablaufen. Okay. Das heißt, dass alles für immer zu Ende sein wird. Ohne Zeit wird das nichts regieren. Ich hoffe, du holst Ghasti ein, bevor sie noch mehr Kristalle fallen lässt. Auf Wiedersehen. Ja, unser erster Kristall. Super. Gehen wir hier rüber. Oder beenden wir einfach alles ab hier. Ich würde sagen, wir beenden. Und schauen uns das beim nächsten Mal an, wo es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.